In Waldorf sieht es aus wie auf einer Postkarte. Immer scheint die Sonne und alle machen ständig Urlaub. Stimmt aber gar nicht. Mama, steh auf. Steh jetzt endlich auf. Nein. Du musst zur Arbeit. Muss ich nicht. Klar musst du. Ivan, ab. Ab jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich bin gestern total spät ins Bett. Dann geh halt früher, wenn du morgens nicht rauskommst. Wer bist du, meine Mutter? Nee, du bist meine schon vergessen. Oh. Komm jetzt, ich muss zur Schule. Seit wann willst du pünktlich zur Schule? Seit ich in Ellis Klasse bin? Das wolltest du doch immer, dass ich gern zur Schule gehe. Oder nicht, Mama? Mama, stimmt das nicht? Wegen der Sache mit Opa. Jetzt sag schon. Ich hab meinen Job verloren. Schon wieder. Wiedersehen, Cookie. Ja, Wiedersehen. Jetzt reicht's auch. Oder willst du etwa mitkommen? Hm? Dann hilfst du mir beim Mathe-Test. Wünsch mir viel Glück. Glück wird nicht reichen. Hast du nicht gelernt? Klar habe ich gelernt. Und warum bittest du Cookie dann um Mathe-Nachhilfe? Mein Onkel Philipp, das war ein Witz. Ein Witz, ich weiß. Und du weißt, dass ich dich abgefragt hätte. Aber leider bin ich allein in der Praxis. Ich könnte dir doch helfen. Ich wollte heute gerade eine Annonce aufgeben für einen neuen Berti. Stell mich doch als deine neue Assistentin ein. Ich suche eh einen Job. Ein Zeitung austragen ist öde. Mach du erst mal die Schule. Ich muss jetzt los. Rieshabers Mastvieh. Große Impfaktion. Ich frage ihn heute Mittag einfach nochmal. Hey, warte! Danke. Ist was? Kann schon sein. Mama ist gefeuert. Habt ihr doch gerade erst am Supermarkt angefangen? Genau. Nachdem sie vor 2 Monaten aus dem Hundesalon geflogen ist und davor aus der Praxis. Aber Marc, müssen sie doch nur Regale einräumen. Na und? Kann halt nicht jeder Hochhäuser bauen im tollen Dubai. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich finde deine Mama super. Ist sie doch auch. Aber wieso kann sie nicht einmal einen Job behalten? Immer legt sie sich mit ihren Chefs an. Immer muss sie das letzte Wort haben und nie, nie lässt sie sich irgendwas sagen. Klingt nach dir. Ich habe halt Angst, dass wir schon wieder umziehen müssen. Müsst ihr nicht. Sie findet bestimmt was Neues. Nee. Ich weiß auch schon was. Ich wusste nicht, was Onkel Philipp zu meiner Idee sagen würde. Immerhin braucht eine Tierarztassistentin jede Menge Power. Und keine Angst vor großen Tieren. Schade, dass du Berti vergrault hast. Sollen wir nicht noch ein paar Männer holen? Joko ist ziemlich gereizt. Sie hat eine Verletzung an der Flanke. Ich schicke Thomas zum Arzt. Dauert nicht lange. Nee, lass mal. Hilf lieber. Halt doch mal fest. Halt fest. Ich halte. Nein. Nicht, Thomas, drück dagegen, komm! Drücken! Komm nicht mach doch mal was da! Ja, bitte, du machst, das du machst! Muss doch gehen! Das ist doch albern! Halt doch mal fest, jetzt! Bitte! Thomas, drück dagegen jetzt, komm! Ich hab dich gesehen. Ich hatte nur keine Zeit. Ich musste nach Hause. Du denkst wohl, alle Mädchen stehen Schlange für dich, oder was? Naja, also, ich muss eh zum Pferd. Um 3? Wenn du so weitermachst, lass ich dich warten. Also um 4, 5, 6. Bis dann.
Hey! Bis dann! 4, 5, 6. Blöde Kuh. Verliebt mir am ersten Tag, du und Jonas. Was? Nichts. Ich find's gut, echt. Die Jungs aus meiner Klasse sind alle so uncool. Aber das merke ich leider erst, nachdem ich mit ihnen zusammen war. Also, ich bin ja mal weg, ja? Ciao. Hallo? Ja, die ist gerade raus. Aber ihr habt ja nun auch lange genug getortelt, Jonas. Ach, du warst das gar nicht? Das ist ja komisch. Du, Jonas. Ich mische mich ganz bestimmt nicht mehr in fremde Beziehungen ein. Tut mir leid. Du bist ja noch früher als erwartet. Bild dir mal nichts ein. Ich wollte nur die Pferde auf die Weide bringen, bevor ein Gewitter kommt. Sag mal, der Jonas, der reitet hier nicht, oder? Nee. Ist der überhaupt Reiter? Nicht wirklich. Also, Grieshabers haben ein Rückgepferd. Ah, das sind noch richtige Bauern, oder? Ja. Finde ich cool. Echt. Ja, mit Rübezahl holen sie die Bäume aus dem Wald. Ich war auch schon mal dabei. Also, da setzt Jonas sich manchmal drauf, aber sonst... Ey, ich wollte Jonas überhaupt nicht schlecht machen. Kann ja nicht jeder das gleiche Hobby haben. Ich finde nur, er passt nicht wirklich zum schönsten Mädchen in ganz Waldau. Sieht das gut aus? Ist zu übertrieben, oder? Nee, sieht super aus, Mom. Sieht gut aus, echt. Oh, ist zu übertrieben. Lass! Ich sah doch toll aus. Ach, du glaubst, als Tierarzthelferin sehe ich aus wie aus dem Ei gepellt, oder was? Da werde ich beschmiert sein mit Blut und Dreck. Soll ich dich jetzt einsauen für dein Vorstellungsgespräch, oder was? Kann ich das, Jessie? Ich meine, ich bin Arzthelferin, keine Tierarzthelferin. Klar kannst du das. Sie kann das, oder? Klar kann sie das. Ich meine, ich könnte das ja auch, aber ich muss in die Schule. Leider. Ach, dein Onkel nimmt mich nie. Ich habe zuletzt Regale eingeräumt. Immerhin mit Hundefutter. Und davor warst du im Hundesalon. Ja, 2 Monate, dann ist er pleite gegangen. Aber nicht deinetwegen. Ja, das weiß der Doktor doch nicht. Mit Ivan kannst du auch super umgehen. Ja, ganz toll. Wie viele Kinder hat er noch mal gebissen? Nur weil der Idiot Mark ihn geschlagen hat. Armer Ivan. Rück mal ein Stück. Wer war dein Feuerassistent bei deinem Onkel Nelly? Bertie. Super lieb und fleißig, aber ein totaler Chaot. Kriegte keinen geraden Satz auf die Reihe. Er war super. Arbeit im Hundesalon? Nur 2 Monate. 8 Wochen, also höchstens. Ach so, ja, das war der Kleine da an der Ecke Affalterstraße. Hat der nicht zugemacht? Ja, aber nicht wegen mir. Also, das war eh nicht mein Traumjob. Das kann ich mir vorstellen als ausgebildete Arzthelferin. Sie haben ja eine ganze Menge ausprobiert, Frau Nagel. Isa. Also, Sie können mich Isa, weil unsere Töchter, meine Tochter und ihre Nichte sich so gut, Isa. Isa. Ich kann Sie natürlich weiter sitzen, Herr Doktor. Sie können sich vor allem jetzt mal entspannen, Isa. Hast du Kaffee? Nee, dann gehe ich durch die Decke. Sagen Sie, der Dr. Koch, hat er Ihnen kein Zeugnis ausgestellt? Doch, aber kein gutes, das habe ich zerrissen. Wir kamen nicht so klar, der Doktor und ich, also rein menschlich.
Ich liebe Tiere, Herr Doktor. Das ist ein Traum von mir, wirklich ein Traum. Hallo, grüße Frau Hacker. Hunde besonders, aber auch Katzen und Mäuse. Meinetwegen. Na, was haben denn deine Kleinen? Geht's dir nicht gut? Weiß nicht, die rennen immer so rum. Aber das sind doch Rennmäuse. Sollen die nicht rumrennen? Aber nicht so, dass sie anstoßen und sich wehtun. Oh. Weißt du was? Vielleicht ist ja der Käfig zu klein. Ich habe aber keinen anderen. Ich schaue mir das gleich mal an. Vielleicht ist es ja wirklich was Ernstes. Frau Nagel? Gut sehen Sie aus, Frau Eichmüller. Ja, Frau Nagel. Na, was fehlt in unserem Schätzchen? Er bricht immer. Er ist aber auch zu dick. Das sehen Sie doch auch, Frau Eichmüller. Das schmeckt ihm doch immer so gut. Da müssen Sie auch mal streng sein. Das kann sonst böse Folgen haben. Na komm, ich glaube, Isa schafft das auch alleine. Isa? Am Empfang hängt noch ein weißer Kittel. Das ist vielleicht ein bisschen groß, aber fürs Erste reicht's. Der feine Herr hackt Holz. Joko hat den Doc heute fast geschmissen. Na gut, ist ein bisschen außer Übung. Zu viel Kleinvieh. Na ja, gut, er hat auch andere Sorgen. Die Oma oben im Krankenhaus. Ich hab nichts gesagt. Eigentlich bin ich fast froh, dass der Doc wieder da ist. Sag mal, ist was? Rate mal, wer im Reinschreiber. Na, wer denn? Wie denn? Was denn? Hi, Josephine. Hallo. Ich hab gedacht, Lilie macht Essen. Oh, machst du Apfelpfannkuchen? Ja. Oh, lecker. Was wolltest du deiner Schwester denn erzählen? Keine Sorge, ich muss nicht alle Schwesterngeheimnisse kennen. Ich erzähle Lilie keine Geheimnisse. Dann sind es nämlich keine mehr. Du... Hattest du eigentlich vor Vinzenz schon mal einen Freund? Ja, zum Glück. Und wie hast du das gemacht vom einen zum anderen? Also den Wechsel? Tja. Ich habe beiden die Wahrheit gesagt. Für den einen war es schlimm, für den anderen war es ganz schön, hoffe ich. Aber für einen selbst ist es auch schlimm. Aber habt ihr denn nicht gedacht, dass ihr für immer zusammenbleibt? Doch. Das ist ja das Schöne, wenn man ganz jung ist. Da denkt man, alles ist für immer. Du musst es Jonas sagen. Wuhu! Mama! Ich freue mich nur so. Wir freuen uns ja auch. Ja, gratuliere, Isa. Ihr könnt heute so viel Eis essen, bis ihr platzt. Ihr seid meine Glücksbringer. Also, verratet ihr es mir? Was hast du mit deinem Onkel gemacht? Was hast du ihm gesagt, Nelly? Och, nix. Nix? Nur, dass du total nett bist. Und super lustig. Dass du mit Leuten gut kannst. Und mit Tieren auch. Und sogar mit bissigen Hunden. Halt, halt. Sonst werde ich ja noch rot. Dass du keine Angst hast. Vor keinem. Und dass du für deine Leute durchs Feuer gehst. Besonders für deine Tochter. Dafür bin ich dir so dankbar, Nelly. Und ich werde euch beweisen, dass ich es kann. Ihm und euch werde ich es beweisen. Diesmal werde ich alles richtig machen. Das schwöre ich dir, Jessie. Du wirst stolz sein auf mich. Alles musst du nicht richtig machen. Jeder macht Fehler. Ich nicht. Nicht mehr. Sie sind der Nächste. Und der Doktor wartet schon. Und einen Doktor soll man ja nicht warten lassen. Ich bin Isa. Ich bin die neue Bertie. Kommen Sie ruhig rein, Herr Max.
sehe schon wieder die Hüfte, hm? Ach was, der läuft doch wie ein junges Reh, Herr Max. Ich meinte den Dackel. Hallo? Gehen Sie bitte mal, Isa. Ja, mein Dackel. Das weiß ich doch. Komme schon. Hallo. Hallo. Ich will mein Rezept abholen. Aber gerne doch. Ihr Name? Klabunde. Ja. Klabunde. Ja. Mit K. Mhm. K sieht aus wie H. Das heißt, wenn H nicht A ist. Ah, Moment. Soll ich es Ihnen raussuchen? Nein. Das ist mein Job. So. Das sind alle Ks. Datenschutz. Sie wissen ja, Frau Klabunde. Ich komme gleich wieder. Ich dachte ja, dass das nur ein Gerücht sei mit der Arztklau. Aber Sie müssen mal an Ihrer Handschrift arbeiten, Herr Doktor. Mein früherer Chef war übrigens noch schlimmer. Gesucht wird Frau Klabunde. Danke. Was ist los, Onkel Philipp? Kein Hunger? Wir haben uns voll Mühe gegeben. Das ist ein Rezept von Mama. Bloß ein bisschen verbessert. Mhm. Tomatensuppe mit frischem Basilikum und gerösteten Kürbiskernen. Und? Wie läuft der Wechsel? Was? Na, der Wechsel von Betty zu Jessys Mutter in der Praxis. Ach, ja. Erzähl mal, Papa. Wie ist sie denn so? Naja, Berti wird sie nicht. Ist es jetzt gut oder schlecht? Schlecht. Sie redet wie ein Wasserfall. Ist doch gut, wenn sie kommunikativ ist. Ich fürchte nur, dass es ihr ganz egal ist, wer ihr zuhört. Sie ist bestimmt noch aufgeregt. Sie benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Am ersten Tag. Ich fürchte nur, es werden nicht viel mehr werden. Also ich finde sie nett. So, vom Sehen. Könnt ihr nachher abräumen? Ich muss noch mal weg. Abräumen? Kommt Josephine nicht? Was habe ich denn jetzt schon wieder? Peter? Schatz, warte, was hast denn du? Jessie, komm kurz rüber. Das ist total schief gelaufen mit meinem Onkel und deiner Mom. Die müssen was tun. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Naja. Wenn du dich von Jonas getrennt hast. Hör mal, ich hab mich nicht von Jonas getrennt. Wer sagt denn sowas? Ja. Und der glaubst du doch was? Ich hab's ihm noch nicht mal gesagt. Die Frage ist, was willst du? Willst du mit Jonas zusammen sein? Oder bist du verknallt in diesen... Oh, Louis, woher weißt du das schon wieder? Ich bring Lilie um. Louis? Oder Louis? Spanier oder Franzose? Oh, Papa, ist doch egal. Naja, wenn du noch mal ein Jahr ins Ausland willst. Du willst mich hier weghaben. Nein. Ganz im Gegenteil. Es macht mir wahnsinnigen Spaß, mich mit Teenagern über Herzschmerz und süße Jungs zu unterhalten. Letztlich musst du entscheiden. Und wenn die Entscheidung wehtut, dann musst du sie trotzdem treffen. So ist das, wenn man erwachsen wird. Ich will nicht erwachsen werden. Es ist schon zu spät. Ach, Papa.
Ich hab's wieder vergeigt. Das tut mir so leid, Jessie. Mann, aus! Hallo. Oh, warte, ich hol schnell den Maulkorb. Komm. So, Eva, komm. Na, Nelly, willst du mit uns mitessen? Nein, danke, ich hab schon. Mama, sie will nichts essen. Sie will uns sagen, dass du gefeuert bist. Nein, Quatsch, so ist es nicht. Wieso hat dein Onkel doch gesagt? Was hat er gesagt? Ich hab schon gemerkt, dass er mich unmöglich findet. Ich wollte doch bloß ein bisschen Schwung reinbringen. Locker sein, das Eis brechen, sowas halt. Hat ja toll geklappt. Ich weiß, mein Onkel ist manchmal ein bisschen kühl. Norddeutsch halt. Ich glaube, du musst dich ein bisschen anpassen, Isa. Anpassen? Mama? Ja klar, ich passe mich an. Ich kann mich anpassen, gar kein Problem. Ich muss nicht locker sein. Ich kann auch unlocker sein. Also was von mir. Mama! Was? Auch schon wieder falsch? Hallo? Hallo, Frau Nagel? Ist da jemand? Guck hier runter. Komm. Frau Nagel? Ja? Sind Sie das, Frau Nagel? Ja, ich bin selbst dran, Herr Doktor. Ich habe Sie nur angerufen, weil ich einen zweiten Mann brauchte. Also eine zweite Frau. Klar. Die Rinder sind nicht ohne. Das ist nicht dasselbe wie der Umgang mit unseren Kleintieren. Klar. Und die Bauern sind auch von einem anderen Schlag als unsere Katzen-Omis und Dackel-Opis. Schon klar. Nicht so gesprächig heute. Ich konzentriere mich halt. Auf unsere Arbeit. Man sollte den Stier nicht bei den Hörnern packen, auch wenn es so heißt. Halten Sie sich genau an meine Anweisung und an die von Vinzenz Grieshaber, der kennt das Tier am besten. Es ist ja nur eine Spritze, nichts Besonderes. Nur ist er der größte Sturschädel von allen. Sieht aus wie jede andere Kuh. Ich rede von Grieshaber. Sie schaffen das schon. Moin! Tag, Doktor. Ist gut? Na komm. Vinzenz, das ist Isa Nagel. Die hilft mir heute ein bisschen. Ja, dann wollen wir mal, Frau Nagel. Gut. Hey, Oswald. Wer hätte das gedacht? Dass du länger durchhältst als wir. Was willst du denn hier? Ich habe euch gesehen. Es ist nicht deine Schuld. Stimmt. Ja, aber meine auch nicht. Es ist eben einfach so passiert. Deswegen bist du hierher gekommen? Um mir das zu sagen? Wow. Kann ich ja froh sein, dass du mir nicht einfach nur eine SMS geschrieben hast. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Das wird wieder. Na gut. So, mal gucken. Aha. Perfekt. Frau Nagel, Spritze bitte.
Alles in Ordnung? Das war's? Da hätte ich ja echt eine SMS schicken können. Für mich wär's okay. Ich brauch das Gewäsch nicht mit, wir bleiben Freunde und so. Doch bleiben wir nicht. Waren wir schon. War schön. Du hast dich anders entschieden. Also hol mir jetzt nichts vor, okay? Ich hoffe, der Lackaffe ist es wert. Sag mal, du kennst ihn doch gar nicht. Man hört genug. Das ist bei jeder probiert zum Beispiel. Jetzt nicht mehr. So, das war's. Alles in Ordnung, Vinzenz. Ups. Sie können ganz schön was einstecken. Kompliment. Bis bald. Wahrscheinlich gerade gesprächig, die Dame, was? Na komm. Einen Moment dachte ich, der bringt mich um. Der spießt mich einfach auf, wirft mich über den Zaun und zack. Sie hätten da auch nichts machen können, Doktor. Also bei aller Liebe, ja, aber so ein Stier, cool. Den kann man nicht einfach festhalten. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Stierkampf. Und wie bei jedem Kampf können eben auch beide gewinnen, also auch der Stier. Cool. Boah, ich fühle mich wie durchs Wasser gezogen. Lisa? Ja? Sie haben den Kampf gewonnen. Hey, Mama! Habt ihr es geschafft? Du siehst gut aus. Wie geht's dir? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Olle! Und so hat Jessys Mom den Stierkampf entschieden. Schade. Ich wäre gern Onkel Philipps neue Assistentin geworden. Aber Isa ist die zweitbeste Besetzung. Mindestens.